Hallo Freunde, servus, herzlich willkommen hier zum Cattle and Crops Gameplay Trailer. Diesmal schauen wir uns den Trailer gemeinsam an und ich werde aber eine separate Analyse dazu machen, was für mich die besten Szenen sind, wo ich nachher den Trailer stoppen werde. Jetzt erstmal für euch den Trailer und am Schluss ein paar Worte und wie gesagt, das Analyse gibt separat, weil sonst ist einfach irre für Eindrücke und irre geiler Trailer. Ich würde sagen, wir legen mal los, viel Spaß beim Trailer. Wow, Wahnsinn, 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 Freunde. Richtig genial. Es ist nicht genial, weil das Ganze, es ist einfach, wenn du hier schaust, was der Boden drauf hat oder wenn die Geräte am Feld sind, das ist einfach irre geil. Das Pflügen habe ich letztens mal geliebt bei Agrarsimulator 13 und jetzt wird es wieder so geil.
oh, richtig geflasht, richtig Gänsehaut. Wie gesagt, ich werde noch Analyse machen, weil ich mich ein bisschen wieder beruhigt habe. Jetzt wären meine einzigen Worte geil, geil, geil und absoluter Hype-Train. Also wer Bock hat, der kann einsteigen hinten vorne im Waggon, sind nur Plätze frei, da könnt ihr absolut gerne einsteigen. Ich bin jetzt voll gehypt. Wenn der Kollege drin sitzt und schaltet oder so, absolut genial. Also das ist Ingame-Material. Man sieht viel, viel Liebe, was da reingesteckt wurde. Und es ist total der Wahnsinn eigentlich. Und wie gesagt, da kommen noch Videos dazu heute. Erst später. Ich möchte euch einmal nur den Trailer hinten ranhängen, dass ihr den komplett ohne Facecam auch sehen könnt. Aber ich glaube, da können wir uns alle darauf freuen und unterstützt das Spiel bitte, bitte auf Kickstarter. Die Kampagne ist, der Link ist da herinnen, schreibt den Namen in die Videobeschreibung, weil ich das selber unterstützen werde, 100% und ich da jetzt 100% dahinter stehe, weil mir das total taugt, was ich sehe und das ist Alpha-Content, also Gameplay-Material aus der Alpha und das schaut schon verdammt gut aus, also irre geil. Also diese realistischen Dinger am Feld mit den Geräten, Die Fahrspuren, das Einziehen von dem Mais und so weiter. Also wie gesagt, Analyse kommt noch, aber viel Spaß beim Schauen und bitte, bitte gerne eure Meinung in den Kommentarbereich und wenn euch dieses Video gefällt oder Cattle and Crops gefällt, dann bitte unterstützen auf Kickstarter bzw. ein Like für mich, das wäre auch sehr nett. Wir sehen uns wieder beim nächsten Cattle and Crops Video und heute kommen, wie gesagt, definitiv mehr. Bis dann, tschüss.